Und das wollen wir ja nicht, hatten wir ja gerade schon gesagt. Der maximale Betriebsdruck liegt bei 16 Bar. Hallo, in dem Video geht es ums Druckbegrenzungsventil. Und zwar habe ich mehrere Fragen bekommen in der letzten Zeit und da wollte ich nochmal drauf eingehen. Wir besprechen heute einfach, was ein Druckbegrenzungsventil kann, was es nicht kann, welche Einstellwerte oder wie ich es einstelle, auf welchen Druck und wo ich es einbaue. Druckbegrenzungsventile wurden dafür gebaut, um Überdrücke im System abzubauen. Wann treten solche Überdrücke auf? Sagen wir, ich habe eine lange Wegstrecke mit 4 Pumpen und jede Pumpe hat einen Ausgangsdruck von 10 Bar. Hätte ich am Ende, wenn alle Ventile oder wenn die letzten Ventile geschlossen wären, hätte ich einen Druck von 40 Bar. Und das ist natürlich viel zu hoch. Der Maximaldruck liegt bei 16 Bar. Die meisten Armaturen, Schläuche und so weiter haben eine Zulassung von 16 Bar. Deswegen liegt der Maximaldruck so bei 16 Bar. Solange jetzt vorne Rohre offen sind und Wasser entnommen wird bei einer langen Wegstrecke, wird ja der Druck durch die Reibungsverluste vernichtet. Sollte jetzt aber vorne die Wasserförderung unterbrochen werden und die Maschinisten wissen nichts davon, dann wird der Druck massiv ansteigen. Und das ist natürlich nicht gut. Um den jetzt gegenzusteuern, werden Druckbegrenzungsventile eingebaut. Sie öffnen bei Überschreitung vom eingestellten Wert. Und sollte der Wert wieder fallen unter eingestellten Wert, schließen sie auch automatisch wieder. Was ein Druckbegrenzungsventil nicht kann, sind Druckschläge vermeiden. Sollte es zu einem Druckschlag kommen, bewegt sich dieser Druckschlag mit Schallgeschwindigkeit durch die Schlauchleitung. Ein Druckbegrenzungsventil hat eine Auslösezeit von 0,2 Sekunden. Bedeutet, wenn das Druckbegrenzungsventil diesen Druckschlag bemerkt hat, ist dieser Druckschlag schon lange wieder weg. Was ein Druckbegrenzungsventil aber kann, ist, die Wellen, die beim Druckschlag entstehen, also beim Druckschlag entstehen solche Wellen, da kann das Druckbegrenzungsventil hingehen und die Spitzen davon abrasieren, also lässt halt diese Druckspitzen raus. Und das ja, schwächt den Druckschlag ein wenig ab. Also ein Druckbegrenzungsventil kann keinen Druckschlag verhindern oder diese Auswirkungen komplett verhindern, aber kann den Druckschlag ein wenig abschwächen. Wie stellen wir jetzt das Druckbegrenzungsventil ein? Eigentlich ganz einfach. Ich gehe hin und immer ein Bar höher als den eingestellten Wert. Sollte ich jetzt einen Pumpenausgangsdruck von 10 Bar haben, gehe ich hin und stelle hier das Druckbegrenzungsventil dann dementsprechend auf 11 Bar ein. Fertig. Sollte ich jetzt einen Ausgangsdruck von 14 Bar haben, stelle ich das Druckbegrenzungsventil auf 15 Bar ein. Also immer ein Bar mehr. Was an dieser Stelle aber ganz wichtig zu erwähnen ist, sollte ich die Einsatzstelle beendet haben und ich verlasse das Druckbegrenzungsventil wieder, muss ich das Druckbegrenzungsventil wieder auf 0 Bar zurückdrehen. Ja? Hat einfach damit was zu tun, wir haben hier oben eine Feder drin und wenn ich jetzt hier hingehe und den Wert erhöhe, spanne ich diese Feder und sollte ich die nachher nicht mehr entspannen, ist diese Feder hier drin die ganze Zeit gespannt, leiert dann aus und das Druckbegrenzungsventil funktioniert nicht mehr bestimmungsgemäß. An welcher Stelle in der Schlauchleitung baue ich jetzt das Druckbegrenzungsventil ein? Ich gehe persönlich mittlerweile immer hin und baue es hinter der Pumpe ein. Ich weiß, viele bauen es vor der Pumpe ein. Ich gehe immer hin und baue es hinter der Pumpe ein. Warum ich das so mache, da habe ich schon mal ein Video drüber gedreht. Das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Guck da mal rein, da erkläre ich es ganz genau. Aber kurz und knapp erklärt, die Pumpe macht ja einen Druck und wenn ich mit einem Druck in die Pumpe reingehe und die Pumpe macht noch zusätzlichen Druck, ist der größte Druck immer direkt hinter der Pumpe. Ausnahme natürlich, wenn ich ein extremes Gefälle habe, wo es runtergeht, da muss ich natürlich gucken, das ist dann einsatzspezifisch, aber ich gehe immer hin und baue zu 99% der Fälle das Druckbegrenzungsventil direkt hinter die Pumpe, weil da der größte Druck ist und ich das Druckbegrenzungsventil wunderbar auch selber einstellen kann. An dieser Stelle muss man noch erwähnen, dass man die Leitung an dem Verteiler zuschraubt, weil wenn ich jetzt hingehen würde und würde die Niederschraubventile an der Pumpe zudrehen, würde ich ja das Druckbegrenzungsventil außer Funktion setzen. Ich habe schon mal erlebt, dass wo ich das Druckbegrenzungsventil vor der Pumpe eingebaut habe, meine Pumpe einen Ausgangsdruck von 25 Bar hatte. Das hat sich wie folgt dargestellt. Die Pumpe hatte das war eine Übung, da wurde geübt, da hat jemand einen Fehler gemacht und hat die Pumpe auf Vollgas gestellt. Und die Pumpe selber, das war die VK2, musste das Wasser extrem steil hochfördern.
Vor der Pumpe, also da kam nach der VKS 2, kam die BKS und davor war ein Druckbegrenzungsventil eingebaut. Da ist aber jemand hingegangen und hat den Ablasswert, also wo das Druckbegrenzungsventil auslöst, hat er den relativ hochgestellt. Und so kam es halt einfach zustande, dass das Druckbegrenzungsventil zwar ausgelöst hatte, aber erst dann, wo die Pumpe unten einen Ausgangsdruck von 25 bar erreicht hat. Und wenn ich das Druckbegrenzungsventil direkt hinter die Pumpe einbaue, kann mir das nicht passieren. Es ist sehr selten, das kommt auch sehr selten vor, aber ich habe es erlebt und da habe ich mich echt lange mit auseinandergesetzt und da habe ich mich entschlossen, ich baue es direkt hinter die Pumpe ein. In welchen Einsatzsituationen baue ich jetzt ein Druckbegrenzungsventil ein? Einmal, wenn ich über Monitorbetrieb fahre und Wasser über einen Hydranten oder von einer anderen Pumpe bekomme. Weil bekommt meine Pumpe einen Vordruck, kann sie auch einen höheren Druck als die 16 bar erreichen. Und das wollen wir ja nicht, hatten wir ja gerade schon gesagt. Der maximale Betriebsdruck liegt bei 16 bar. Als Beispiel kann man jetzt bei diesem Video hier erkennen, es ist jemand hingegangen, hat den Monitor geschlossen, das Wasser kommt über den Hydranten und selbst wo es das Druckbegrenzungsventil auslöst, habe ich einen extremst hohen Ausgangsdruck erreicht gehabt, ganz kurzfristig und dann hat halt auch das Druckbegrenzungsventil nachgesteuert. Hätte ich das Druckbegrenzungsventil in dem Fall nicht eingebaut, wäre der Druck extremst hoch geblieben, wenn der Maschinist das nicht sofort erkannt hätte. Um das einfach zu vermeiden, gehe ich hin und baue grundsätzlich beim Monitorbetrieb das Druckbegrenzungsventil hinter die Pumpe ein. Dann, wie gerade erklärt, schon bei langen Wegstrecken und wenn unkontrollierte Druckstöße auftreten können. Ich hatte ja gesagt, ein Druckbegrenzungsventil kann keinen Druckschlag verhindern. Aber es kann in der Summe die Auswirkungen reduzieren und deswegen baut man auch oder deswegen baue ich auch Druckbegrenzungsventile ein, wenn es zu unkontrollierten Druckstößen kommen kann. Ja, dann kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen und konnte die Fragen soweit beantworten. Sollte nur ein kurzes Video über das Druckbegrenzungsventil sein. Ich habe mehrere Videos schon über Druckbegrenzungsventile gemacht. Wie gesagt, mittlerweile arbeite ich da ein bisschen anders. Ich finde Druckbegrenzungsventile extremst wichtig. Ich weiß auch, dass sie extremst selten verbaut werden und dass bei vielen Fahrzeugen sie gar nicht mehr drauf sind. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist mir auch unerklärlich. Vielleicht weiß das von euch einer. Der kann es ja mal unten in die Videobeschreibung schreiben. An dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlichen Dank an meine Kanalunterstützer. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Und immer daran denken, solltet ihr das Druckbegrenzungsventil wieder verlassen, immer auf 0 bar stellen.